Sonne, Wind und Wasserkraft. In nicht allzu ferner Zukunft sollen sie unseren kompletten Strom liefern. Die Menschen in Deutschland, die wollen die Energiewende. Und daran arbeitet Bernd Geißler. Er will Strom rund um die Uhr liefern können, obwohl Wind und Sonne nicht immer Strom produzieren. Sein Ziel, wenn tagsüber mehr Energie entsteht, diese zu speichern, um sie später dann wieder nutzen zu können. Ist der Physiker auf dem richtigen Weg? Wir haben diese Speichertechnologien im Moment nicht. Und das Druckluftspeicherkraftwerk bietet uns einen Ausweg aus dem Dilemma. Das ist das große Werk meines Lebens hier. Spinnerte Idee oder genialer Wurf? Windräder faszinieren ihn seit Jahren. Lange schon tüftelt er herum, hat überlegt, was wichtig ist und Erfolg verspricht. So, ein idealer Energiespeicher sollte natürlich dezentral sein. Das Ding soll natürlich langlebig sein, ein hoher Wirkungsgrad. Also effizient sein. Wir wollen eine große Energiemenge drin speichern können. Ein guter Speicher sollte natürlich auch möglichst preiswert sein und überall verfügbar. Noch sieht er nur die groben Linien seiner Erfindung, ist einer von vielen, die weltweit das Speicherproblem lösen wollen. Statt riesiger Batterien oder teurer Gastechnologie findet er 2012 zu Hause eine ganz simple Lösung. Wenn man denn die korrekten Schlussfolgerungen zieht, dann kommt man eigentlich zwangsläufig zu dem Ergebnis, dass es ein Druckluftspeicherkraftwerk sein sollte. Seine Idee? Überschüssiger Strom treibt einen Kompressor an, der Luft in einen Tank presst. Bei Strommangel treibt die gespeicherte Pressluft einen Generator an. Strom ist somit jederzeit verfügbar. Februar 2013 in Kassel. Wettbewerb für Unternehmensgründer. Bernd Geißler hat inzwischen eine Firma gegründet und seinen Businessplan hier eingereicht. Ideen waren eingereicht. Von 5 Prämierten ist seine die beste. So, jetzt muss ich kurz fragen, wie lange sind Sie schwanger gegangen mit dieser Idee, bevor es dann wirklich losging? Ich hatte die Idee seit etwa 4 Jahren. Es hat mir der entscheidende Punkt gefehlt. Und dann stand ich vor circa so 11 Monaten unter der Dusche. Und es kam der Gedanke, ich kann ja auf die Hauptwelle gehen. Dank dieses Preises wird ein Förderprojekt des Landes Hessen auf den Erfinder aufmerksam und will ihn unterstützen. Korbach in Nordhessen. Bernd Geißler stammt von hier und ist hierher zurückgekehrt. Lange lebte die Familie in den USA. Der Physiker arbeitete für ein Chemieunternehmen. 3 seiner 4 Kinder sind dort geboren. Die Firmengründung ist für ihn ein Wagnis, aber auch eine Chance, Arbeit und Familie zu verknüpfen. Wenn man die Kinder nicht aus dem Haus hat, geht sowieso nichts. Eine Firma gründen braucht Mut zum Risiko. Besonders, wenn man eine Familie versorgen muss. Vor der Firmengründung war Geißler bei einer Heizkesselfirma angestellt, um Ideen zu entwickeln. Doch denen waren seine Ideen offenbar zu kreativ. Ungefähr um diese Jahreszeit, vor 6 Jahren, einen Vortrag entwickelt mit dem Titel Die Energiewende. Und 3 Tage später wurde ich dann entlassen. Weil die das nicht wollten. Die wollten Heizkessel verkaufen. Heizkessel. 2 Jahre später kam eine Tagesschau und da war Angela Merkel drin und sagte was von Energiewende. Ja, man ist manchmal seiner Zeit halt ein bisschen zu weit voraus. Ne? Ja, den suche ich am besten noch. Auf mehreren Wegen. Und langsam füllt sich der Schreibtisch. Riesige Firmen wurden einst in Garagen gegründet. Warum also nicht im heimischen Wohnzimmer? Inzwischen hat er die Zusage vom Land Hessen über 450.000 Euro. Die geforderten Partnerfirmen hat er auch schon gefunden. In 1,5 Jahren soll er auf der Hannover Messe einen Prototyp vorstellen. Mit dem kleinen Demonstrationsobjekt will er möglichen Käufern zeigen, dass seine Idee wirklich funktioniert. Wenige Tage später in Frankfurt. Der Erfinder präsentiert sein Projekt auf einer Veranstaltung seines Förderers, der Energietechnologieoffensive Hessen. Das
wird jetzt in den nächsten Jahren eigentlich für uns, auch mit Hilfe solcher Veranstaltungen, die Aufgabe sein, dass wir Investoren kriegen, die halt große Millionenbeträge in die Hand nehmen können. Und da hoffe ich mal, dass man auf solchen Foren zumindest mal für Gesprächsstoff sorgt und die Leute findet. Wieder gut reinkommen, bitte? Ja, da geht's rein. Meine Güte, da habe ich mich sogar verlaufen. Das macht keinen guten Eindruck. Den will er aber machen vor den Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern im Publikum. Jetzt kommt da schon wieder die Katastrophe. Das Glas ist umgefallen. Herr Dr. Bernhard Geißler ist Physiker, hat danach in Chemie promoviert, war dann mehrere Jahre in den USA und hat dann im Jahr 2012/13 die APT, das steht für Angewandte Physik und Technologie GmbH, gegründet. Wer schon mal an so einer Windkraftanlage gestanden hat, weiß, dass der Turm relativ groß ist. Verglichen mit Bernd Geißler würde statt eines Prototyps viel lieber gleich echte Druckluftspeicheranlagen in großem Stil bauen und hofft auf Investoren im Publikum. Mit anderen Worten, ich suche hier jetzt jemanden, der mir so zwischen 30 und 300 Millionen gibt. Investoren für eine Großanlage hat er zwar noch nicht, dafür aber inzwischen den ersten Baustein für den geförderten Prototyp. Wir brauchen also für unser Projekt einen Container, in den wir das Kraftwerk einbauen. Den Container muss er noch umbauen lassen. Das will er in Hamburg persönlich besprechen. Er ist froh, dass er nun endlich loslegen kann mit dem Druckluftspeicher. Das ist auch im Grunde genommen wie so ein Schiff. Und auch sollte das Schiff untergehen, dann gehe ich halt mit dem Schiff unter, weil ich der Kapitän bin und das so der Brauch ist. Und das macht mir auch nichts, weil ich segle halt mein Schiff. Hamburg. So, müssen wir da hier in das große Haus. Zum Kauftermin vor einem Monat war Geißler schon einmal hier, bei der Firma Conical. Doch wo war das noch? Vielleicht müssen wir noch mal nach unten fahren. Da müssen wir unten noch mal gucken. Nochmal, wir suchen die Conical GmbH. Da, runter. Endlich hat er die Containerfirma gefunden. Hallo, wir sind ein bisschen früher da. Mit Verkaufsdirektor Tim Mönnig fahren sie zum Containerstandplatz. In den Container will der Physiker seinen Druckluftspeicher bauen. Das ist natürlich geil. Ne? Also, wenn entweder so ein 35-Tonnen-Kran vorfährt oder so ein großer Gabelstapler, ne? Also das ist herrlich. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. In den Container soll die Firma Lüftungsschlitze einbauen. Mal jetzt wieder 8 abziehen für Falzmaße, 0,84. Mit Schablonen will er festlegen, wo die Lüftungsschlitze hinkommen. Der TÜV hat genaue Vorgaben gemacht, nach exakt definierten Standards. Gibt mir 0,608, fehlt noch einer. Ich brauche 0,73. So, jetzt kommt meine Rechnung. 12 mal. Wir kommen auf 0,723. Das ist in Ordnung. Jawohl. Top, grüner Bereich. Falls die künftige Containerbelüftung nicht genau den TÜV-Vorgaben entspricht, drohen Nachprüfungen und Zusatzkosten. Jawohl. Dass das Ding halt frei ist, sodass der Rahmen davor gesetzt werden kann. Nur halbwegs klar, oder? Haben Sie es verstanden? Ich weiß, was Sie meinen damit, ja. So wie ich das sehe jetzt mit den Belüftungsöffnungen, wird das klappen, sodass es auch dann durch den TÜV geht. Der TÜV prüft natürlich auch nur das Bestehende. Ne? Also es ist immer irgendeine Gesetzesgrundlage da oder eine Konstruktionsgrundlage oder sowas. Und das mag ja alles seine Berechtigung gehabt haben. Nur wenn ich was Neues schaffen will, dann bringt mich das absolut nicht weiter. Er wirkt sehr angespannt. Die Zeit vergeht und er kommt mit den vielen Vorgaben, die der TÜV ihm macht, nicht zurecht. Die haben alle diese Scheuklappen. Ne? Das ist also, wir haben hier die Norm und das geht so und so. Und das ist aber Käse. Ne? Man muss den eigenen Kopf mal zum Denken nutzen. Weil wenn ich mich nach der Norm richte, dann kann immer nur das rauskommen, was nach der Norm existiert. Ich lege viel mehr Wert darauf, dass man selber was macht. Machen. Und wenn da immer diese theoretischen Berechnungen kommen. Ne? Also
Kerl, er nimmt ihr ein Schweißgerät, baut das Ding zusammen, das erste explodiert. Das zweite birst immer noch und das dritte, okay, das hält dann und beim fünften sind wir so weit, dass es läuft. Ne? Also ich bin mehr so ein praktischer Typ. Morgen hat er einen wichtigen Termin. Hallo, ich suche den Herrn Defo. Er muss mit seinen Partnern besprechen, wie sie die TÜV-Vorgaben erfüllen, okay, um schnellstmöglich mit dem Bau beginnen zu können. Der nächste Tag. Stefan Defo ist Bernd Geißlers wichtigster Mitstreiter und kommt von einem Kasseler Projektpartner. Er ist für die technischen Zeichnungen des Druckluftspeichers zuständig. Gemeinsam fahren sie nach Bremerhaven. Dort lagern die Stahlröhren für den Bau des Druckluftspeichers. Sie sind gespannt. Gesehen haben sie die Röhren noch nicht. Günstig verkauft hat sie ihnen der Projektpartner Europipe. Dafür hatte sich Manager Oskar Rebmeier eingesetzt. Ha. Cool, APT-Druckluftspeicherröhre. Das muss ich gleich mal dokumentieren. Von der technischen Lösung, die APT anbietet, ist es schon eine sehr simple Lösung. Und simple Lösungen sind eigentlich immer die, die nachher auch funktionieren. Geil, ja, finde ich total super. Noch ein paar Erinnerungsfotos fürs Firmenalbum. Die Röhren will er zu Druckluftbehältern umbauen. Die waren mal gedacht für große Gastransportschiffe. Also wo man große Vorräte an Gas nicht verflüssigt transportieren wollte, unter sehr hohem Druck. Das ist, als ob die für uns gemacht worden wären, vor was weiß ich, 20 Jahren oder? 2011 Jahre. Wir schneiden jetzt hier ab, ne, ungefähr. Ja. Und das sind wahrscheinlich, das waren mal solche Rohre, die da dran waren für die ursprünglichen Teile. Ne? Und dann hat man die Rohre irgendwie recycelt und hat die Endkappen sich aufgehoben. Ne? Genau. Okay. Bernd Geißler muss lediglich den reinen Stahlpreis bezahlen. Den Druckbehälter ganz neu zu fertigen, hätte ansonsten einen Großteil der Fördersumme verschlungen. Später soll der gesamte Druckbehälter in den in Hamburg gekauften Container eingebaut werden. Allerdings birgt die Wiederverwertung des alten Materials Risiken. Denn die technischen Vorgaben des TÜVs für Druckluftspeicher sind noch wesentlich strenger als die für die Belüftung des Containers. Diese fällt sich voll zu klein. Das geht nicht genug, aber ich denke, das müsste viel zu sein. Jede alte Schweißnaht müssen sie nachträglich genehmigen lassen. An den alten Endstücken sind mehrere Muffen und Halterungen angeschweißt. Wird der TÜV diese akzeptieren? Komm mal ran. Okay, alles klar. Ich würde das alles dran lassen. Das ist alles nützlich. Okay. Weil wir können die Ösen nehmen zum Verzoren hinterher im Container. Ich meine, es wird ja jetzt nicht stabiler, wenn wir das nochmal abflexen, oder? Also das wird ja die Stabilität. Man kann es machen, man kann es auch sein lassen. Also, dann würde ich es dran lassen. Ja. Im Zweifelsfalle haben wir was zum Greifen oder zum Heben. Gerd Ordemann ist für den Umbau der Röhren zuständig und hofft auf eine schnelle TÜV-Freigabe. Wir bewegen uns ja in einem Randbereich des Regelwerkes. Und zum Teil ist der Werkstoff auch nicht erfasst und die Schweißung nicht richtig erfasst. Trotzdem überwiegt der Optimismus. Raum für Visionen. Wenn wir die Halle hier mit diesen Rohren volllegen würden, wenn man sich mal hier so umguckt, ne, dann würde man also ein Kraftwerk bekommen, mit dem man eine Kleinstadt versorgen kann. Und wenn wir die Halle bis zur Decke stapeln würden mit diesen Rohren, ne, also übereinander bauen, dreidimensional bauen würden, dann könnte man auch eine mittelgroße Stadt Marburg vielleicht damit versorgen, als Speicherkraftwerk. Also da ist so, und wenn man jetzt sich mal umguckt in den Dimensionen, das ist ja möglich. Ne? Also solche Hallen gibt es ja. Mit der Kurve weiter nach innen, da können wir noch ein paar Zentimeter gewinnen. Zurück in Kassel können Bernd Geißler und Stefan Defo weiterzeichnen. Denn der TÜV braucht für die Zulassung detaillierte Pläne vom künftigen Druckluftspeicher. Hoffentlich dürfen sie die alten Röhren und Endstücke überhaupt verwenden. Das ist seit 2 Monaten ungeklärt. Jo, aber hübsch. Nun muss es vorangehen. Denn eigentlich wollten sie zu diesem Zeitpunkt längst den Behälter bauen. Persönlicher Termin beim TÜV in Kassel. Bernd Geißler ist überzeugt, dass sie den Rückstand aufholen können, weil der TÜV schnell genehmigt. Sein Druckluftspeicher arbeitet nur mit einem Fünftel des Druckes, für den die alten Röhren gebaut wurden. Wir sind weit, weit überdimensioniert. Also das ist, wir haben das viel, viel stabiler gebaut, als es eigentlich nötig wäre. Und das ist eigentlich kein Zweifel, dass das durchgeht.
Ihr bisheriger Ansprechpartner muss sich leider anderswo um einen explodierten Druckbehälter kümmern. Jetzt ist Thomas Budesheim, Druckteile-Sachverständiger des TÜV Hessen, für Sie zuständig. Bernd Geißler, ich bin von APT. Danke, Geißler. Würde, weil wir können ja jetzt die Rohre immer weiter. Bis zur Messe in Hannover sind es nur noch 6 Monate. Wenig Zeit, um das kleine Kraftwerk zu bauen. Doch der Sachverständige ist skeptisch, ob Geißlers Druckluftspeicher das umfassende Regelwerk tatsächlich erfüllt. Also wenn hier Schweißarbeiten vorgenommen werden am Behälter, dann müssen Sie im Vorfeld wirklich ganz klar wissen, dass gültige Verfahrensprüfungen vorliegen für den Werkstoff. Und hier reden wir um einen hochfesten Stahl, das muss vorliegen. Auch die Schweißer, die Schweißer müssen qualifiziert sein. Wenn Sie jetzt Teile uns vorstellen, wo das nicht nachvollziehbar ist. Ja, das ist doch nachvollziehbar. Das versuche ich doch gerade auszudrücken. Gut, dann müssen die haben ja diese, der Heine hat ja nach diesen Dingen gefragt und die sind ihm ja vorgelegt worden. Gut, ich kenne die jetzt nicht, Herr Geißler. Wir gehen davon aus, deswegen ja auch unser Meeting heute, wir gehen davon aus, dass diese Dinge vorliegen. Also ich schreibe es mir nochmal extra dran. Wenn die Unterlagen in Ordnung sind, ja. Gehen wir den Weg mit. Es gibt Bereiche, da hat man einen Spielraum und es gibt Bereiche, da gibt es ein klares Ja-Nein. Ich will es einfach auf den Punkt bringen. Für uns ist enorm wichtig, nachzuvollziehen, wer hat was hergestellt. Wer hat welche Schweißnaht geschweißt, welche Schweißverfahren lagen zugrunde, welche Schweißzusätze. Das muss einfach nachvollziehbar und das muss dokumentiert sein. Ja. Wir haben jetzt ja jetzt viele Notizen gemacht, was wir alle machen müssen. Und da arbeiten wir jetzt dran. Und dann legen wir Ihnen das hoffentlich in 3 Wochen vor. Es ergibt sich ja nun doch eine zeitliche Verzögerung. Ich war ja hierher gekommen mit der Hoffnung, dass die uns das okay geben und sagen, ja okay, ihr könnt anfangen zu schweißen, aber die wollen ja jetzt noch mehr sehen. Eine ziemliche Abfuhr war das heute. Dass aus den vereinbarten Wochen Monate werden sollen, ahnt der Erfinder hier noch nicht. Frustriert ist er trotzdem. Die Zeit für den Bau ist jetzt schon knapp und in einem halben Jahr endet die Projektförderung. Bis dahin muss der Prototyp gebaut sein. Jetzt kann er nur noch warten und sich ablenken. Bei einem Freund auf Burg Lichtenfels in Nordhessen. But I still listen to his music. He played with passion, fly and grit. I must be working on my blues licks. Some notes I'll miss, the most I'll hit. Tom und ich, wir haben beide 4 Kinder. Philipp hat 2, Martin hat 1. Und einmal in der Woche dürfen wir raus von unseren Familien und dürfen uns austoben. Ne? So ungefähr ist das. Die nächste ungelöste Baustelle. Der Generator zur Stromerzeugung. Er hatte ganz vergessen, dass sie ihn noch umbauen müssen. Im Grunde genommen muss das alles hier abgeschraubt werden. Dieser ganze Scheiß hier, den müssen wir wegwerfen. Dass sie auch hier angeschraubt werden. Vorne ab. Ja, es ist da angeschraubt. Ja, sicher. Da gehen die Stufen rein, damit die nächste Stufe nicht überhitzt. Ja. Aber das Blöde ist, weil das hier so kompakt ist, hier kommen wir nicht dazwischen. Das ist auch ein Gussteil. Das ist ein Gussteil. Das sind so ungefähr 6 Monate, die da dazukommen, gerade zu dem Projekt. Damit sind wir noch gar nicht an der Turbinenbaustelle. Das sind nämlich auch 2 Einzelteile. Dass wir diese umbauen, allerdings bis Hannover schaffen, das sehe ich so nicht im Moment. Und ich weiß auch im Moment nicht direkt so, wie das im Etat hinkommt, weil der Etat erschöpft sich ja auch nur langsam. Wir sind mindestens 10.000 Euro drüber im Moment. Und das sind natürlich 10.000 Euro, die für diese mechanischen Teile fehlen. Ne? Das müssen wir uns ja alles bauen lassen. Aber das könnte überflüssig werden, denn der TÜV hat immer noch nicht den Bau des Druckluftspeichers genehmigt. Heute soll endlich darüber entschieden werden. Alle Projektpartner sind angereist. Nur wenige Wochen vor der geplanten Präsentation auf der Messe geht es immer noch um die Röhren und die Schweißnähte. Problem ist, da sind also Ösen dran geschweißt worden, um die Stahlteile transportieren zu können.
Und also ein wesentlicher Streitpunkt, den ich heute kommen sehe, wird halt sein, dürfen diese Ösen dranbleiben oder müssen die abgeflext werden und neu angeschweißt werden? Das wäre natürlich vollkommen idiotisch, ne? Getagt wird hinter verschlossener Tür. Dann gibt der TÜV-Sachverständige Entwarnung. Ja, ist alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Besser hätte man es nicht sagen können. Das versteht eh keiner. Ja, also außer wir sind auf dem Weg und machen Schritt für Schritt die Bewertung. Ja. Wir sind gewillt, eine Lösung zu finden. Ist ja in aller Interesse, dass das. Wir sind überzeugt, dass das Produkt funktioniert und die Anforderungen erfüllt. Und man muss jetzt sehen, dass das Regelwerk auch dem entspricht. Ist damit die Hürde für die TÜV-Genehmigung nun endlich überstanden? Von wegen. Wieder vergeht Zeit. Lästige Büroarbeit statt Druckbehälterbau. Die mündliche Zusage reicht nicht. Die schriftliche Genehmigung lässt auf sich warten. Bei seiner Partnerfirma Postberg in Kassel stürzt sich Geißler erneut über die Baupläne und rechnet alles noch einmal nach, damit es beim TÜV nun endlich vorangeht. Das kennen wir. Ach so, das ist T3, wobei, ja, TI. Das Problem mit dem TÜV ist, dass wir mittlerweile alle Materialprüfungen und alle Verfahrensprüfungen bestanden haben mit fliegenden Fahnen. Also die Ingenieure sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Aber wir müssen jetzt noch eine Gesamtzeichnung des Systems einreichen. Die Arbeit an der geforderten Gesamtzeichnung braucht mehrere Wochen. Glaubt er überhaupt noch daran, dass es weitergeht? Wo, denkt er, steht er mittlerweile? Nah am Abgrund. Ja, Scherz beiseite. Aber wir kommen jetzt halt an den Punkt, wo es wirklich hängt. Wir brauchen jetzt die Druckbehälter und das Ganze nach Kassel und zusammenbauen, weil wir haben nur noch ganz wenig Zeit bis Hannover. Zum Glück können ja jetzt wenigstens die Röhren umgebaut werden. Ankunft in Bremerhaven. Ich finde die Halle so wunderschön. Ich liebe diese Halle. Und dazu hat er auch allen Grund. Ein Druckbehälter ist bereits geschweißt. Er wirkt zufrieden. Der zweite Druckbehälter ist gerade in Arbeit. Er wird mit einer ganz speziellen Technik unter Luftabschluss geschweißt. Eine Schweißnaht braucht 4 Stunden. Ein Klacks, wenn man bedenkt, wie lange die TÜV-Freigabe gedauert hat. Wir haben also ungelogen jetzt ein Jahr mit der Problematik dieser Schweißnaht verbracht. Da steckt ein Jahr Arbeit drin, wo wir jetzt waren, ein Jahr Vorbereitung. Während die Druckluftbehälter fürs Lackieren vorbereitet werden, steht nebenan der fertige Container, inklusive Belüftung. Lange ist es her, dass Bernd Geißler die Maße dafür in Hamburg genommen hat. Zwei von diesen Stück nebeneinander, ja. Bitte. Ja. Der, das andere daneben, dass er sehen kann, wie es passt. Ja, der genau. Hat Angst, dass die aneinander stoßen. Ja. 10 mm sind laut Zeichnung nur Platz zwischen den jeweils 8 Tonnen schweren Druckbehältern und der Containerwand. Mit den abgesägten Reststücken testen sie, ob es passt. Ja, super, hervorragend. Weniger gut ist, dass Geißlers Projekt wieder das Budget überschreitet. Nicht zum ersten Mal. Also ich zahle mir jetzt also diesen Monat kein Gehalt mehr. Und warte also so lange, bis das Geld angetroffen ist. Das soll angeblich zum Monatsende vom Land Hessen kommen. Und dann kann ich mir auch wieder ein Gehalt zahlen. Also ich habe jetzt mir schon wieder einen Kredit gegeben, also meiner Firma, gibt mir immer selber einen Kredit. Dass sich das am Ende lohnen wird, davon ist er überzeugt. Genau, okay. Was wir jetzt haben, diese Maschine, wird thermodynamisch brillant. Ich sag euch, ich gebe mal drauf, das ist in 200 Jahren, wird man da eine Maschinenbauvorlesung drüber halten können und das wird immer noch eine geile Maschine sein. Weil so eine Maschine hat es noch nicht gegeben. Also nach meinem Wissen. Er glaubt, dass mit seinem Speicherkraftwerk die Energiewende zu schaffen ist. Diese Energiespeicher müssen in Deutschland gebaut werden. Es bringt uns nichts, einen Energiespeicher irgendwo in Grönland zu haben oder so. Die müssen nach Deutschland. Dann lassen sich langfristig sehr, sehr viele Arbeitsplätze darauf in Deutschland aufbauen.
Zwei Wochen vor der Messe. Alle TÜV-Genehmigungen sind da. Der Container mit den Speicherröhren wird nach Kassel für die Endmontage gefahren. Bei der Firma Becker und Rosenthal entsteht nun endlich der Prototyp des Speicherkraftwerks. Alle Bestandteile werden jetzt eingebaut. Auch der Wärmetauscher. Das ist also unser Kernpatent, sind diese Behälter. Das sind im Grunde genommen von ihrer Konstruktion her Standard-Industriebehälter, aber die sind halt von uns so hoffentlich raffiniert ausgedacht, dass die in der Lage sind, die großen Wärmemengen, die anfallen in dem großen Gerät, zu speichern. Weil Druckluftspeicher so viel Wärme produzieren, sind sie eigentlich uneffektiv. Diesen Nachteil hat er mit seiner Erfindung wettgemacht und die Idee als Patent angemeldet. In wenigen Tagen beginnt die Messe. Der Zusammenbau wird wohl fertig, aber es fehlt auch noch die Steuerungstechnik für den Betrieb. Ja, höchste Zeit. Also Gefühl von Panik. Wir haben fünf Arbeitstage. Fünf Arbeitstage, um das Ding fertig zu kriegen. Wir müssen am 7. in Hannover sein. Gelingt es noch, den Prototyp zum Laufen zu bringen? Zukünftige Käufer wollen ja sehen, ob es funktioniert. Aber wenn ich auf der Hannover-Messe niemanden finde, der sagt, hier, das wollen wir haben, dann war's das. Und wir sind jetzt in der Schlacht, in der Phase, wo man jetzt auf das Wunder wartet. Aber wenn das Wunder kommt, dann geht's weiter. Und wenn das Wunder nicht kommt, dann gehen wir halt jetzt unter. Und dann ist er da, der große Tag. Messebeginn in Hannover. Er läuft nicht, der Druckluftspeicher. Für die Steuertechnik war dann doch keine Zeit mehr. Egal, er hofft, dass seine Idee trotzdem nachvollziehbar ist und Interessenten anzieht. This is a very simple way to store energy. Practically, how does it work? Do you? Der Inder will wissen, ob man es nur mit Solarenergie nutzen kann. Geißler erklärt, dass es mit jeder Energiequelle funktionieren kann. Would you like one too? Yeah. Interessenten aus aller Welt schauen vorbei. Known all over the world now. Nee, gekauft haben die nichts. Aber sie haben zumindest mal was gesehen, was für die interessant ist. Und vielleicht kaufen die ja noch. Obwohl er nicht läuft, ist das Interesse am Prototyp groß. Ich denke mal, so vom Publikumszuspruch war das also ein hundertprozentiger Erfolg in Hannover. Und da kann sich auch, glaube ich, jetzt keiner, sagen wir mal, unserer Sponsoren und Helfer beklagen. So, Licht aus. Immerhin ist er ganz schön weit gekommen. Nach der Messe endet das Projekt. Die Förderzeit ist abgelaufen. Seine Partner müssen ihre Arbeit einstellen. Und neues Geld ist nicht in Sicht. Was ich gemacht habe, das ist schon richtig. Das weiß ich. Also deswegen habe ich in der Hinsicht auch Ruhe. Das Problem ist halt, dass du manchmal einfach vor der Zeit bist. Man könnte sich aus diesem ganzen Mist, hätte man sich einfach mit Geld rauskaufen können, wenn man das Geld gehabt hätte. Und da kommen wir wieder auf das grundlegende Problem der Startups in Deutschland. Die haben einfach nicht genug Cash. Aber Geißler will nicht aufgeben. Auch wenn kleine Startups es eben nicht so gut haben wie staatliche Großprojekte, die regelmäßig Zeitrahmen und Budgets überziehen können. Dass der Prototyp jetzt nicht fertig gebaut wird, das ist noch nicht so sicher. Veranschlagte Arbeitszeit dafür 1 bis 2 Wochen. Und wir sind ungefähr 13.000 Euro von der Fertigstellung weg. Um das Erreichte zu erhalten, parkt er den Container kostengünstig bei seinem Bruder in Korbach. Positiv ist, Bernd hält die Patente für seine Erfindung. Und drei Fachinstitute haben ihm bestätigt, dass seine Berechnungen stimmen. Also ich mache jetzt erstmal 4 Wochen Urlaub und die Firma macht sozusagen Betriebsferien. Ohne funktionierenden Prototypen wird es schwer, Investoren zu finden. Ob der Druckluftspeicher jemals ein Baustein der Energiewende sein wird, steht in den Sternen. Ein Jahr später, auf der Hannover Messe 2016, erhält er einen Preis. Wieder eine Bestätigung seiner Idee. Vielleicht hilft das ja weiter.